Heute ist wieder ein Päckchen mit einigen Rockschallplatten reingekommen. Und eine kleine Perle der Rapmusik habe ich auch noch gefunden. Hallo liebe Musik- und Filmfreunde, herzlich willkommen hier zurück bei Music and Cinema. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, heute fangen wir erstmal an mit einem kleinen Nachtrag, bevor wir das Paket auspacken. Und zwar beim letzten Mal hatten wir ja eine Shoppingtour in München. Ich habe da einige Sachen mitgebracht und eine Platte habe ich jetzt tatsächlich vergessen vorzustellen. Die hat nämlich ein etwas unscheinbares Cover, ist total dünn und hatte sich einfach irgendwo versteckt. Aber das will ich jetzt heute mal nachholen. Und zwar ist es diesmal auch etwas Besonderes, denn eigentlich bin ich ja nicht so der Rap-Musik-Fan. Aber wenn es etwas Besonderes in dieser Art gibt, dann mag ich das natürlich schon gerne haben. Und wenn der Preis noch recht günstig ist, greift man natürlich gerne zu. Snoop Doggy Dogg. Und zwar hier eine Promo-Platte. Und der Titel heißt Snoop's Upside Your Head. Man kennt vielleicht den Song Oops Upside Your Head. Hier ist also die Rap-Version davon. Das hört sich wirklich interessant an. Und auch die Platte ist interessant. Wie gesagt, schwarzes Cover. Es gibt hier nur den Aufkleber. Und wenn wir uns die Platte innen mal ansehen, ist es halt eine offizielle Promo. Und da freut man sich natürlich schon, wenn man so etwas dann in der Sammlung haben kann. Ja, und jetzt geht's aber richtig zum Auspacken. Ein kleines Paket ist gekommen. Und hier müssten einige Rockplatten drinnen sein. Unter anderem eine Neuerscheinung. Das heißt, eine Neuerscheinung ist es ja eigentlich nicht ganz, denn die Platte sollte am 12. Juli schon rauskommen. Ich habe mir dann die Spezialausgabe bestellt, also eine Plattenbox. Und die war wohl nicht lieferbar, obwohl sie schon Anfang Juli auf YouTube vorgestellt wurde. Also einige hatten die Box wohl schon in Händen und ich habe sie jetzt heute erst bekommen. Aber das macht nichts. Ich freue mich natürlich umso mehr, dass das gute Teil endlich da ist. Und wenn ich mich recht erinnern kann, wie gesagt, die Bestellung ist ja schon 6 Wochen her, müssten hier auch noch einige andere Sachen mit dabei sein. Und zwar einige Klassiker des Hardrocks. Auf jeden Fall sehr gut verpackt. Ich bin jetzt schon die ganze Zeit am Schneiden, aber der Karton geht immer noch nicht auf. Mal sehen, wo hier der Eingang zu finden ist. Ah, auf der Rückseite. Alles klar. Zumindest ein gutes Zeichen. So, es geht immer noch nicht auf. Interessante Plattenverpackung, sehr interessant. Und lässt sich wirklich gar nicht so leicht öffnen. Aber mit Gewalt, da muss das schon funktionieren. So, Massen an Klebeband sind hier rüber geklebt. Aber immer noch besser, als wenn etwas passieren würde mit den guten Stücken. Puh. Jetzt versuchen wir es nochmal so und jetzt funktioniert. Jawohl, jetzt ist es offen. Genau, und hier ist das gute Teil, auf das ich so lange gewartet habe, nämlich die neue Axis. Der Titel ist Coming Home. Axis, deutsche Hardrock-Band. Super Musik, kann man immer anhören, über viele, viele Jahrzehnte schon klassische Hardrock-Musik. Einfach super. Das neue Album gibt es hier in einer limitierten Auflage, in einer LP-Box. Und hier gibt es CD Digipack, Mini-CD mit Bonustracks, Gatefold-Vinyl, eine Fahne, ein Poster, ein Patch. Das hört sich doch alles mal gut an. Auf der Rückseite sehen wir dann hier die Titel. Ich kenne nur 2 Songs, mittlerweile gefallen mir allerdings sehr gut und ich hoffe, dass der Rest des Albums genauso gut ist. Und hier ist dann noch die Liste, was alles mit dabei sein soll. Super, jetzt habe ich zwar 6 Wochen warten müssen auf diesen neuen Output, aber freue mich trotzdem, dass ich diese Box jetzt endlich in Händen halten kann. Denn ich finde, so ein tolles Album verdient auch wirklich eine tolle Aufmachung. Und so richtig teuer war das Ganze auch nicht, hat jetzt 49 Euro gekostet, ist zwar kein Schnäppchen, aber für CD, zusätzlich CD mit Bonustracks, Doppel-LP und so weiter und den anderen Goodies, muss ich sagen, ist der Preis schon okay. Da kann man nicht meckern. Und ein paar andere Sachen habe ich noch bestellt und es ist sogar eine Rechnung dabei, dann kann ich euch jetzt auch sagen, was die Sachen gekostet haben. Genau. Und hier gab es noch eine Brothers of Metal Platte, Prophecy of Ragnarök.
Brothers of Metal, auch eine tolle Metal-Band, gefällt mir auch sehr gut. Album auch sehr wertig gemacht. Sehr schönes Cover. Gibt es auch ein Club-Cover im schwarzen Vinyl. Hier sind die Tracks noch zu sehen. Und dieses Album war im Angebot und hat 19,99 gekostet. Da finde ich, kann man mal zugreifen. Tolle Band, zeitloser Metal. Und dann fehlt eine Platte. Das ist eigentlich schade. Okay, eine der bestellten Platten fehlt. Eine ist noch mit dabei. Eine weitere Axis-Platte habe ich bestellt. Axis Monster Hero. Auch ein schönes Album. Axis-Alben sind ja nur in sehr kleinen Auflagen rausgekommen, beziehungsweise die späteren Auflagen, die ersten Alben, Kingdom of the Night und so weiter, gibt es natürlich ohne Ende. Aber die späteren Auflagen waren immer limitiert. Und da freue ich mich natürlich immer, wenn ich so ein schönes Album in Händen halten kann. Hier die Band zu sehen, die Tracklist. Eine Hülle gibt es außenrum. Okay. Wunderbar. Aber wenn ich mir das ansehe, die letzte Platte fehlt. Schade, hier wurde eine Platte berechnet, die nicht mit dabei ist. Okay, was soll man machen? Muss ich reklamieren. Ja, das war's auch schon für heute. Wenn es interessant für euch war, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und wie ihr seht, es kann auch mal passieren, dass eine Platte zu wenig eingepackt wird. Muss man halt schauen, mit dem Versender reden und hoffentlich kommt der Ersatz dann. Ich würde sagen, macht's gut und bis bald.